Hallo allerseits. Wir haben den 31. Januar heute und es passt wieder mal ein kleines Video zu den Jahresfesten zu machen. Und zwar wird in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar das Fest Imbolc gerne gefeiert, ein keltisches Fest, aber in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar auch gerne das christliche Maria-Lichtmess-Fest. Und die beiden Feste, die haben sich im Laufe der Jahrhunderte miteinander vermischt. Das heißt, wenn ihr in irgendeiner Weise dieses Fest feiern wollt, dann könnt ihr das entweder heute Abend machen oder morgen Abend oder einfach jetzt in den nächsten paar Tagen. So genau müsst ihr das nicht nehmen, denn die Kelten, die hatten noch nicht unseren Kalender. Aber in dieser Zeit ist es einfach eine gute Idee, sich mit dem Thema Imbolc, Maria Lichtmess, auseinanderzusetzen. Weißt du so ein bisschen, worum es da geht bei dem Fest? Hallo Kirsten. Ja, ich schalte da immer so ab, wenn da also dieser Dankeschön. Misch-Masch kommt, wenn eine Kultur sich was von den anderen klaut. Nee, also ich erinnere mich auch nicht, dass in der streng katholischen Region, aus der ich ursprünglich stamme, Maria Lichtmess wirklich groß gefeiert worden wäre. Es liegt wahrscheinlich daran, dass es in den Momenten dort zu kalt war. Denn in der archaischen Bergwelt der obersteirischen Kalkalpen ist es um diese Jahreszeit immer so bei minus 15 Grad plus 2 Meter Schnee. Ja, was wird gefeiert überhaupt? Man kann das ganz gut daran sehen, wie es draußen jetzt aussieht in der Natur. Um den 1. Februar herum wird es halt zwar noch nicht so, dass die Tage richtig warm sind, dass sie wahnsinnig lang sind, aber seit der längsten Nacht, dem 21.12., sind wirklich schon viele Tage ins Land gezogen und man merkt jetzt schon beim Aufstehen, dass die Tage jetzt länger werden. Es hat eine andere Qualität, wenn man aus dem Bett kommt und auch es wird ein bisschen später dunkel. Und das ist eigentlich die Energie, die in dieser Zeit gefeiert wird. Die Lichtmesszeit oder die Imbolc-Zeit, die liegt genau zwischen den Festen Samhain und Beltane oder Beltane, wie manche Leute sagen würden. Und sagt halt, wir sind jetzt hier auf der Hälfte zum Frühling, auf der Hälfte nach der Winterphase angelangt. Und das kann man ruhig mal feiern, wie ich finde, oder? Jo. Ja, ein anderer wichtiger Faktor in dieser Zeit ist, dass die Feuergöttin, die irische Feuergöttin Brigid, verehrt wird. Wir können sagen, dass die Percht, die im Winter regiert, vor allem bis zum 6. Dezember, die Rauhnächte beherrscht, von der Zeit um den 21. Dezember herum bis zum 6. Januar, dass die jetzt abgelöst wird von der Brigid, die eine feurige, reinigende Qualität hat. Deswegen feiern wir vielleicht auch Lichtmess, weil sie mit dem Feuer verbunden ist und man dann gerne im Namen von Maria, Maria Lichtmess heißt es sogar, ne, in vielen Regionen, dann die Kerzen anzündet. Und diese reinigende Qualität, die können wir vielleicht auch nutzen für eine kleine Tarotlegung. Es gibt verschiedene Legungen, die in dieser Zeit gerne gemacht werden. Wir haben euch jetzt mal eine rausgesucht, die wir ganz schön finden. Wir haben sie in der Art gemacht, wie ich das gerne mag, nämlich quick and dirty. Sie entspricht nicht ganz dem Perfektionsanspruch meines Mannes, aber uns ist gerade erst eingefallen, dass das ist. Deswegen mussten wir schnell agieren. Uns. Ja, dir ist es gar nicht Ich war ja eingefallen. beschäftigt. Und deswegen kriegt ihr das hier in etwas in einer groben Form präsentiert. Und dafür schalte ich mal um Ins Studio 2. ins Studio 2. Genau, hier ist das Studio 2. Und ich habe die Legung mal für euch aufbereitet mit der beliebten Kirstenhandschrift, die immer sehr gut zu lesen ist. Ja, Von allen meinen Schülern und Schülerinnen auch sehr geschätzt hoch, wird. hochgelobt, in Genau. höchsten Tönen gelobt.
Ihr solltet mal sehen, wenn ich Zettel beim Frühstück hinlege für meinen Sohn oder für meinen Mann, wie die beiden dann über diesem Zettel sitzen und versuchen zu entziffern, was ich sagen wollte. Wobei beim Mann geht es schon besser, der Sohn schreibt dann auf, was die Mutter aufgeschrieben hat. Ja, das sind so schöne Einblicke in das Leben der Mantiker. Ganz Aber genau. möchtest du noch etwas zu dem Tarot-Deck sagen, das heute hier liegt? Nein, ich dachte, das übernimmst du. Nö. Ich habe jetzt schon so viel geredet. Ja, eben, ich dachte, du bist im Flow. Nein, Doch. ich werde jetzt was zu der Doch. Le Sag doch was zu den Karten, bevor du zum Legesystem kommst. Also, Roy hat entschieden, dass wir heute eine Legung mit dem Sun-Tarot machen. Nicht Sun wie Sonne, sondern Sun wie Sohn. Dieses Tarot stammt von Chris Butler, einem sehr netten, sympathischen englischen Tarotisten der alten Schule, der eins der ersten schwulen Decks der Tarotgeschichte gemacht hat. Eben dieses Sun Tarot, es stammt aus den 90er Jahren, ist schwer zu bekommen, aber ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um es meinem Gatten zu Weihnachten zu schenken, der schwer angetan ist von diesem Deck. Das Ja. sollte mir natürlich zu denken geben. Ja, na gut. So. Und zwar werden wir damit eine kleine Beispiellegung machen. Die Imbolc-Legung seht ihr hier neben auf diesem gut dargestellten, auf dieser gut dargestellten Skizze. Sie besteht aus 5 Karten und die erste Karte wird in die Mitte gelegt. Vielleicht mischst du einfach schon mal die Karten und legst Gibt es sie eine auch Frage aus. auch dazu oder legt man die einfach, weil man sagt, jetzt hat die Maria ihre Lichtmesse? Also diese Legungen zu den Jahreskreisfesten, die könnt ihr eigentlich immer mit offener Fragestellung stellen. Es geht ja darum, so ein bisschen die Energie zu erspüren, die für euch in dieser Periode wichtig ist. Und hier bei der Imbolc-Legung geht es um das Reinigen, um den Frühjahrsputz meinetwegen, aber nicht nur den körperlichen, sondern den seelischen Frühjahrsputz. Wenn ihr da noch ein bisschen genauer nachlesen wollt, schaut mal bitte auf der Geheimnisakademie vorbei von Christopher Weidner. Der hat da gerade einen sehr schönen Artikel freigeschaltet, wo er nochmal sehr genau unterscheidet zwischen Imbolc und Maria Lichtmess und Brigitte. Und da könnt ihr euch nochmal inspirieren lassen. Aber prinzipiell eine offene Fragestellung. Weil es geht ja in der Position 1, die du jetzt ruhig schon mal ziehen könntest. Ja, bevor wir uns ins Intellektuelle verabschieden, für alle, die jetzt mehr für das Optische waren, ja, das ist richtig so ein meditativer Moment, wenn man diese Karten so langsam mischt, dann sehen sie nämlich richtig die Rückseite richtig toll durcheinander. Und ich bin jetzt richtig so in einen meditativen Flow gekommen, wenn Kirsten uns dann noch was über Lichtmess erzählt hat. Aber ich möchte natürlich meiner herzenswarmen Gattin und mit Geschäftsführerin der Mantika natürlich nicht widersprechen und ziehe jetzt gleich die erste Karte. Für was ist denn die Ich erste frage mich, Karte? wie du in den meditativen Flow kommst, während ich was erzähle. Das macht mir schon ein bisschen Gedanken. Für was ist die erste Karte, mein Die Schatz? erste Karte steht dafür, was jetzt geboren werden soll in dieser Zeit, in der die Tage länger werden, in der die Tage, ja, die Nächte kürzer Ja. werden. Oh mein Gott. Ja. Und zwar diese Karte, die du jetzt gezogen hast, würde ich sagen, ist einfach so eine Grundenergie für alle Menschen, die dieses Video sich angucken werden. Ja, dann ziehe ich doch gleich Genau, die das ist die zweite Position Karte. 1. Die Position 2 ist, Im wie wird meditativen es Zustand. geboren? Also was kannst du dafür Geboren. tun, dass das geboren Ist in wird? einem meditativen Zustand und zieht die zweite Karte. Die liegt darüber, Ja, richtig? die liegt darüber, genau. Die dritte Karte ist das, was aus dem Leben herausgeputzt, herausgereinigt, weggeschwemmt wird. Also das, was in den Frühling nicht mehr unbedingt hineingehört und auch nicht mehr mitgenommen wird. Wir sehen leider diesen meditativen Zustand gar nicht so gut, weil du dann immer Ja, verschwindest das von ist ja die meditative. der Drei Bildfläche. ist darunter. Ja, die Position 4 ist, was jetzt in deinem Leben, in unserem Leben, in dem Leben dessen, der dieses Video betrachtet
oder die dieses Video betrachtet, den Segen der Feuergöttin Brigit braucht, damit alles gut gedeiht. Die liegt Die liegt hier, da, genau. Und die letzte Karte ist, was du, jetzt kann ich meine eigene Handschrift nicht lesen, Meditativ ist das auch nicht wichtig. was du im Frühling, was dich im Frühling erwartet, aufgrund dessen, was du da alles gerade gezogen hast. Sehr schön. Gehe mal die zur Seite. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Interpretation Und meiner Frau. des Gatten, der mit Mit dem Maria Lichtmes Santaro überhaupt nichts zu tun hat, arbeitet, aber die Karten interpretieren kannst du ja trotzdem denn noch. Maria Lichtmes ist etwas von den. Dreh einfach um, Schatz. Auch wenn sie auf dem Kopf stehen würden. Wir haben hier den Knight of Wands. Also was mir als erstes auffällt, ist, dass es natürlich eine tolle Qualität für ein Feuerfest, ein Reinigungsfest, ein Lichtfest hat. Ja. Na? Wenn wir hier so diesen Knappen der Stäbe angucken, ne? Der hier schon fast wie bei einem Zeichen, das für die Radioaktivität im Hinterkopf ist, ne? Also der zwitschert uns da schon ganz schön viel Energie raus. Und hier haben wir auch schon zentriert einen ganz tollen Sonnenmittelpunkt. Ist das der Knight oder der Bube? Also der Ritter oder der Bube? Der Ritter, Der die Ritter, Knight. alles klar. Weil du eben Knappe Ja, sagtest. für mich sind das die. Der andere ist der Barsche. Okay, also Ritter der Stäbe soll geboren werden. Das ist für mich erstmal ein Zeichen dafür, dass jetzt tatsächlich in den kommenden Wochen mehr Energie auf uns einprasselt, wir wieder in Bewegung kommen aus unserer Starre des Lockdowns und des Winters erstarren und das ist ein total tolles Bild dafür. Entstanden, ne? Ja, finde ich richtig schön. Also es passt super gut. Position Die 2. Position 2 ist die obere Karte, ist wie wird es geboren? Auch das wieder super kraftvolles Bild. Was Oh, ist das? drei der Schwerter. Die 3 der Schwerter. Nee, sorry, vier der Schwerter. 4 der Schwerter. Ja, ich Auch muss mich daran gewöhnen, denn hier sind die Zahlen anders dargestellt, nämlich mit 4-1. Entschuldigung, es ist vier der Schwerter. Ja, aber es ist ja, ich finde es ganz toll, das auch gar nicht so richtig zu sehen, welche Karten das sind, weil diese Bilder schon mal perfekt zu dem Thema Imbolc passen, dieses heller werden. Ja, und auch dieses zentriert auf einen Punkt. Ja, Schaut mal. das ist total toll. Ja, Die, also das ist ich, völlig hier drauf zentriert. Und hier auch wieder völlig in die Mitte zentriert. Also wir werden direkt, hineingezogen in dieses genau, Bild. wie wenn so, wie früher bei der Raumschiff Enterprise, na, Scotty, beam me up, Ja. na und wegfahren sie, ne? Also die 4 der Schwerter steht für mich in dem Zusammenhang dafür, dass wir eben nicht ganz rausgehen dynamisch, um etwas zu erreichen, sondern wir haben jetzt ja auch seit gestern wieder rückläufigen Merkur. Zum Glück, ja. Eher die Dinge visualisieren, daheim mit Meditation die Dinge voranbringen, die wir voranbringen Ja. wollen, Die als auf Biegen und Brechen etwas zu Karte tun. heißt ja auch Waffenruhe, ne? Genau. Also haben wir ja wunderbar den Hinweis, ne? Denkt nochmal die ganzen Geschichten richtig durch und haut nicht raus, das könnte in dem Moment vielleicht nicht den Erfolg bringen. Finde ich auch sehr passend. Die dritte Position, ganz unten die Karte ist, was soll rausgeschwemmt, gereinigt werden? Der Magier, hui. Also, wenn ich jetzt rein vom Visuellen hergehe, ist da tatsächlich so ein Bruch, ne, gegen dieses Strahlen der beiden ersten Karten. Hat was für mich von da nimmt eine Kraft ab, interessanterweise. Aber es geht ja darum, dass es rausgeschwemmt werden soll. Nee, schau mal genau hin. Wenn wir in unserer ersten Karte eher auf den Bildmittelpunkt hinsehen, bei der Karte 2 eher auf den Intellekt, ja, dann werden wir bei der dritten Karte, ja, auf unser Sonnenchakra hingewiesen. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Energie, die für alle drei Elemente, ne? Nicht nur unserem Intellekt, nicht nur unserem Wollen, sondern auch
unserem Sein. Also von daher gesehen, ganz toll und also ich finde das wahnsinnig stimmig. Aber es geht ja darum, dass das rausgeschwemmt Ja, werden aber es soll. kann ja nur rausgeschwemmt werden, wenn ich will. Weißt du? Und das Wollen, das kommt hier aus unserer Mitte, aus dem Solarplexus raus. Ich kann noch so viel in der Birne haben, wenn der Solarplexus nicht mitgeht, dann ist das immer nur eine verkopfte Geschichte. Also es geht nicht so sehr darum, die Dinge verstandesgemäß zu lösen, sondern mehr das Potenzial aus der Herzchakra und Solarplexusgegend nach vorne zu bringen, was wieder dann mit der Waffenruhe gut Genau, zusammenpassen genau. würde. Ich denke auch die damals dieses Fest gefeiert haben, denen ging es weniger um den Kopf, sondern um die Gefühle rauszubringen. Hurra, jetzt ist der kalte, unwirkliche Winter durch, jetzt werden die Tage länger, jetzt sieht man dann langsam wieder, dass die einzelnen Natur, Pflanzen, Bäume wieder zurück zum Leben kommen. Ne? Jetzt kommen vielleicht Tiere aus der Winterruhe. Vielleicht hatten die damals Bären, Wölfe und so weiter. Und das hat man auf einmal wieder gemerkt, hurra, es geht wieder aufwärts und nicht, es bleibt im kalten, erfrorenen Winter. Ich denke, das war für die Menschen damals, vor 2000 Jahren, wahnsinnig wichtig. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ist auch schön, wie dieses Rot hier ist, das wird geboren und diese beiden anderen Farben, so dieses bläulich-lilane, so zurücktritt, ne? Ja, dann lass uns doch mal Position 4 angucken. Was braucht jetzt Brigids Segen? Den Segen der Feuergöttin. Das sieht wie die drei der Münzen aus, Das ist ne? die Teil der Münzen. Ja, du hast gerade die Verbindung von Körper, Geist, Seele angesprochen in deinem, was du über den Magier gesagt hast. Und das ist ja eigentlich die Karte, die sich damit beschäftigt. Man sieht das Winter sehr schön. Ne? Dieses oben, unten. Ja? Wir können nicht oben etwas produzieren, wenn es unten nicht manifestiert Ja. ist. Und in der Vergangenheit geht es nicht. Dann kommen wir nicht in die Zukunft. Und die Zukunft hat keinen Gewinn. Hier übrigens sehr schön in Grün dargestellt, wenn wir in der Vergangenheit nicht gesät haben. Ja, also von daher gesehen finde ich das auch sehr stimmig und schön für diese Position. Also es geht darum, dass etwas gesegnet werden soll. Das ist die konstruktive Zusammenarbeit in uns von Körper, Geist und Seele, wobei der Verstand ein bisschen runtergefahren werden soll, die Logik, ne? Auch es geht auch um Vertrauen, Es ne? geht um Vertrauen, ja. Das innere Feuer herauslassen. Und auf der globalen Ebene geht es dann auch vielleicht um die Zusammenarbeit. Nehmen wir das Thema Impfdesaster. Wie können verschiedene Schnittstellen im Außen wieder besser zusammenarbeiten, damit wir im Frühling besser vorankommen, ist eine der Sachen, die mir dazu einfallen. Mir würden noch viele andere Dinge Aber einfallen. bleiben wir hier bei Impulk. Wie du möchtest. Die letzte Position ist, was du in diesem Frühling erleben wirst, was also das ist, was manifestiert wird. Ui, das sieht nach dem Tod aus, oder? Das ist der Tod. Ui. Und das ist auch wichtig so. Denn es kann nur wachsen, es kann nur was Transformation erleben, was vorher gegangen ist. Ja? Und wenn ich im Herbst meine Vegetation zurückgeschnitten habe, dann kann sie im Frühling neu wachsen. Ja? Wenn ich mein ganzes Umfeld in Ordnung gehalten habe, dann produziere ich Wachstum. Wenn ich mein Haus in Ordnung gehalten habe, kommt das. Und hilft auch für das zukünftige Wachstum. Und für mich ist das auch so, dieses Grün, das haben wir vorher hier schon gesehen. Ja? Und es wächst nur, wenn ich alte Dinge abschneide. Ich kann nicht wachsen, wenn ich mich immer noch auf das Alte fabriziere und darauf beharre. Ja, mir fällt dazu auch ein, dass wir jetzt auf einen Frühling zusteuern, wo wir ja auch wieder hoffentlich nach draußen dürfen, aber gleichzeitig mit der Legende abschließen müssen, dass wir wieder zurückkommen in eine Zeit, die mal war. Und dass wir gut daran tun, diesen tollen Ritter der Stäbe zu nutzen, um zu sagen, okay, Frühling, Lebenslust, Lebensfreude, aber vielleicht doch anders, als wir das bisher in den letzten Jahren gewohnt waren. Ich suche gerade die Quersumme.
Ich bin auf 21 Ich habe auch gekommen. die Ja, dann 21 muss ich sie nur noch finden, ne? ausgerechnet. Sehr gut. Akademie der Artis in Also Dresden. für alle, die nicht wissen, was die Quersumme ist, wir rechnen immer gerne aus die eine letzte Karte, die hinter den Karten liegt. Wir haben dazu auch ein Video gemacht, das heißt, glaube ich, eine Karte hätte auch Ja, genügt. Und das kann sehr gut sein. wie rechnet man die Quersumme aus? Man addiert sämtliche Zahlen, die sich auf den Karten befinden. Ein Bube oder Ritter, der hat keine Zahl. Wir haben hier eine 4, wir haben eine 13, ergibt 17, wir haben eine 1, ergibt 18 und wir haben eine 3, ergibt 21. Und da wir insgesamt 22 Trümpfe zusammen mit dem Narren haben, der zwar eine 0 drauf hat, aber als 22 numerologisch gezählt wird, kommen wir jetzt auf die Zahl 21. Ich lege sie mal hier unten hin, weil dann sehen wir noch mal, was sehr schön für diesen Jahreskreis eigentlich spricht, ne? Ja, Wir haben mal cool. diesen Kreis, ne? Mit diesen vier Schnittpunkten. Wir haben wieder diese Farben, die wir vorher hier schon in unserer Legung hatten. Und auch beim Magier diesen Und wir haben Kreis, auch ne? wieder den Kreis des Magiers. Wir haben den Kreis, den wir hier schon bei dem Ritter, wir haben den Kreis hier bei den drei der Münzen. Wir haben den Kreis hier oben bei den vier Stäben. Wir haben hier einen angedeuteten Halbkreis beim Tod. Ja, viele Kreise, Ja, stimmt, ja. wir haben die unterschiedlichsten Farben auch hier. Ja, also von daher gesehen, es passt wunderbar zusammen. Und vielleicht ist es auch der Hinweis, dass wir uns erlauben dürfen, wieder uns eine neue Welt zu erschaffen, ein neues Universum zu kreieren. Und es ist halt, wenn der Tod da ist, dann müssen wir uns von Alten verabschieden, damit wir Neues erleben dürfen. Und wie wir eingangs sagten, es geht ja auch um Reinigung, um Purging, wie es im Englischen heißt, also etwas heraus filtern, schwemmen. Das ist ein Wort, das es im Deutschen gar nicht so gut gibt, finde ich. Ja, spannendes System, kurz improvisiert, ne? Und ihr könnt das natürlich auch für euch alleine zu Hause ausprobieren, nachmachen die Legung. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein paar Kommentare schickt, wie ihr diese Legung findet. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wir sind wirklich sehr produktiv. Wir laufen auf unser 100. Video seit ungefähr August zu. Also wir haben ordentlich was Vorgelegt. weggestemmt. Der Roy hat heute auch noch zwei ganz tolle andere Videos gemacht, die aber nicht gleich hochgeladen werden. Also wir bemühen wirklich, uns Inhalt zu produzieren. Wenn ihr uns abonniert, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Vor allem, wenn ihr die Glocke, die Glocke läutet. Gut. Wir wissen nicht, was uns die nette Frau sagen wollte. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns in den Kommentaren, schreibt uns auf unseren E-Mail-Account agora@dimantica.de. Gebt uns Feedback, wir freuen uns, abonniert uns und wir wünschen euch noch einen tollen Tag, verbunden mit unseren Wünschen, never give up. See you later.